So, da sind wir wieder mit unserem etwas sympathischeren Trupp. Zumindest mag ich sie. Wie wäre es, wenn wir uns als nächstes mit Eis befassen? Du meinst Eismagie? Genau, aber stell dir nicht das Eis. Was? Aber stell es dir nicht als Eis vor, denke eher an das Gefühl der Kälte selbst. Die Kälte selbst? Kalte Luft. Kalt, kalt, kalt. Du hast den Grundgedanken verstanden, auch wenn du mir etwas Angst machst. Oh, ich muss sagen, mir ist gerade kalt. Wo wir gerade davon reden. Kalt. So kalt. So, einmal kurz das Jäckchen übergezogen. So. Dann wollen wir mal Schwarzmagie, Eis, Fragezeichen. Okay, das bleibt gleich. Was passiert, wenn wir jetzt Feuer casten? Einfach mal Jux und Dollerei. Halt das Viech nur. Ich dachte, er sagt was dazu, so von wegen, mein Gott, bist du dämlich, aber schade. Tja, du siehst schon irgendwie kalt aus. Ich gebe mein Bestes. Okay, das reicht. Ich frage mich, was man sich bei Blitz vorstellen soll. Da, so langsam bekommst du den Bogen raus. Ich glaube schon. Aber das ist echt ein unheimliches Gesicht, das du dabei machst. Oh, kaum mache ich das Spiel an, schon muss ich wieder gehen. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Ah, da ist eine Kiste mit einer Phönixfeder. Das ist ja toll. Mir wäre jetzt aber so ein Krug irgendwie lieber. Dann gehen wir einmal hier links gucken. Hier, da ist nichts. Dann gehen wir hier unten rum, würde ich sagen. Weil hier gibt es mehr Verzweigungen. Ich finde, das sieht so schlecht aus. Es ist einfach nur draufgeklebt. Mit den Grafiken wurde sich so wenig Mühe gegeben. Ein Zelt! Heilige Pfeile. Oh, wir können hier auch Pfeile und Bogen anlegen. Ist das ein indirekter Hinweis? Hier, komm, komm mal raus. Kein Bock auf ihn. Nein, lass meine kleine süße Heile. Ich habe sowas echt befürchtet. Ja, dann, Blitzdings sie zu Tode. Gut gemacht. Die Pose, das ist einfach nur so. Oh, danke sehr Gott. Dann kann es ja jetzt weitergehen. Natürlich ist hier noch ein Kampf. Ach, Skelette. Die Rotzen geht doch so weg. Ne? Dann ist Feuer und dann geht. Feuer.
Ich will mal gucken, was passiert. Hat gereicht. Diese Pose, ne? Das. Wer denkt sich sowas aus? So. Jetzt war da gerade ein Kuchen und jetzt stellen sie uns hier einen Speicherpunkt hin. Das ist auch ein. Ah, jetzt können wir das richtig speichern. Oh, einfach hier oben. Ich vertraue jetzt einfach mal ganz naiv, dass das alles funktioniert hat. Ansonsten muss es halt neu spielen. Eis. Ich bin irgendwie froh, dass schwarze Magie abgeschwächt ist, sonst würde mir viel mehr. Sie kriegt da so ziemlich viel Schaden. Es macht keinen Schaden, der Eiszauber. Nicht auf sie, bitte. Oh, sie kann jetzt Vitra. So. Dann geht es jetzt hier weiter zu einer Kiste. Ja. Ein Edo. Ah, jetzt geht's weiter mit der Lektion. Du möchtest bestimmt, dass ich mich auch um den kümmere, richtig? Natürlich. Aber bitte lass das unheimliche Gesicht. Sie ist ja so drollig. Ja, sei du auch noch dran. Ja, sei du noch mal dran. Das ist das, was ich meinte. Genau das ist das, was ich meinte, wenn wir das hochsetzen. Mit der Geschwindigkeit, dass die Gegner auch öfter dran sind, nicht nur wir. Ich meine, ich bin ja jetzt gerade echt nur zu einmal gekommen, wenn ich. Und sie war voll mit Leben. Voll. Das waren schon drei. Jetzt kommt noch der vierte. Fünfte. Und Nummer sechs. Und erst wenn Nummer sieben kommt, dann sind wir schon quasi im Arsch. Wir haben eine Route gekriegt. Das ist der Wahnsinn. Leonora hat Eis erlernt. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe es geschafft.
Versuchst du es überhaupt ernsthaft? Er ist echt ein Arsch. Tut mir leid. Ich möchte keine Entschuldigung oder so. Von jetzt an werde ich es noch mehr, was noch intensiver versuchen. Also, bring mir mehr bei, Palom, bitte. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, was denn? Eine Priesterin sollte für ihre Arbeit doch keine Schwarzmagie kennen müssen. Warum willst du das alles dann unbedingt lernen? Ich möchte meinen Geist und den Horizont erweitern. Troja ist eine friedliche Nation, die Priesterinnen dort müssen keine Schlachten schlagen. Aber irgendwas Seltsames geht in diesem Land vor sich, weißt du? Klingt es bei dir? Möchtest nicht darüber reden, ich verstehe. Sie ist wirklich der erste Charakter, der interessant ist. Das ist... Wow. Wahnsinn. Also, als nächstes kommt Blitz dran, richtig? Ja, fangen wir an. Blitze, Regenwolken, Gewitter. Ich schätze, das ist auch eine Art Fertigkeit. Ich freue mich halt nur nicht besonders, sie zu haben. Also denkt man an Gewitter dabei. Okay, das reicht. So langsam hast du aber wirklich den Bogen raus. Vielen, vielen Dank. Werde nur nicht zu übermütig. Das ist üblicherweise der Punkt, an dem die Leute an ihrem Ego scheitern. Ja, ich verstehe. Er redet sich auch ein bisschen raus, ne? Erst hieß es ja, irgendwie schafft das keiner. Und jetzt, ne? Oh, Heilerstock. Vollmond. Ach, Herr Jemini, das heißt, Schwarzmagie geht nach oben. Und das bei den Geistern hier. I'm amused. So amused. Aber das ist jetzt schon ein sehr langer Weg ohne Kampf, oder? Wow, was gibt denn hier? Oh, hier ist nochmal so ein Pott. Ha, ich hätte es nicht sagen sollen. Ja, dann. Angriff nach unten und Schwarzmagie nach oben ist eigentlich auch ideal. Sein wir kämpfen halt gegen diese Geister. Ja, der Stock passt doch gut zu ihr. So farblich. Ich muss sagen, das ist dann doch recht fair von dem Spiel. Also, dass es ziemlich viele von diesen Pötten da hinpackt. Sind wir sie wie falsch gelaufen? Nee. Also wenn ich jetzt wirklich Lust hätte und das Spiel mich irgendwie motivieren würde, würde ich an so einem Pott echt leveln gehen, aber
Ich habe die Motivation einfach nicht. Es tut mir leid. Ich habe eigentlich einfach nur die Hoffnung, dass das Spiel schnell umgeht. Wobei ich mal noch ein bisschen unsicher bin, was ich dann danach machen soll. Ja, genau. Crittet einfach mal. Oh, sie hat gemacht gelernt. Oh, sie ist meine beste Freundin. Sofort einsetzen können, oder? Ja, ich muss aber sagen, er hat ganz schön viel Leben. 422 von Magier. Ich weiß gerade gar nicht. Was für ein Level hat. Ach, er ist 17. Trotzdem. Ich sehe gerade, mich hat jemand bei Steam angeschrieben. Ich hätte noch ein bisschen neugierig, wer das gewesen sein könnte. Obwohl, noch mal ganz kurz gucken, ob da noch was war, weil da bin ich jetzt ziemlich schnell gelaufen. Nee, da ist nichts. Oh. Ich würde sagen, das rüsten wir ihr aus. Weil sie hält ja eh kaum was aus. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh Gott, jetzt habe ich schon 4 Nachrichten. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Schnitt und ich gucke, wer mich da so zuspammt. Wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Ciao.